Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von The Forest. Und ja, neues Video hört sich ein bisschen scheiße an, neue Folge von The Forest. Und ja, wir machen direkt weiter hier an unserer schönen kleinen Bude. Ich freue mich mal wieder, dass es funktioniert hat zu laden und mal wieder, dass wir schon so weit sind. Wir brauchen jetzt neue Stöcker. Das ist das, was wir brauchen. Der Baum ist nicht nachgewachsen, ich bin enttäuscht, Spiel. Echt, ein Baum muss es doch schaffen, in dieser Zeit nachzuwachsen. Ey, jetzt wächst kein Baum mehr nach. Das ist so traurig. Ja, es ist realistischer. Auf jeden Fall. So. Immerhin lädt die Welt ja. Das ist schon mal soweit super. Über solche Kleinigkeiten freue ich mich hier schon. Boah, so viele Sachen, die da unten angezeigt werden. Und Spaß. So, ob ich mir die alle durchlesen kann. Den da hätte. Hab ihn. Gut, hab ihn. Gut, jo. Läuft doch. Bauen direkt weiter an unserem schönen Baumstammhalter. Nenne ich jetzt mal so. Heißt ja auch so. Den können wir nur jetzt nicht so ganz gut gebrauchen, weil wir eben hier nirgendwo mehr Baumstämme haben. Und wenn wir jetzt welche brauchen, werden wir die, denke ich mal, direkt verwerten. Die Frage ist, wofür brauchen wir jetzt erstmal welche? Ich gucke mir gleich mal an, was wir so alles brauchen. So. Gut, der ist fertig. Der noch nicht, da brauchen wir noch vier. Was wir erstmal machen, ist uns ein schönes kleines Fresschen hier. Zum Beispiel so einen geilen Lurch. Mach mal bitte. Wir chillen uns in der Zeit mal. Ne, wir chillen uns jetzt nicht auf die Bank. Wir kriegen jetzt neue Energie, wenn wir essen. Außerdem wird es auch Nacht. Am nächsten Morgen habe ich dann vorne ein bisschen zu erkunden und so ein paar Sachen zu holen, die wir dann hier für unser Lager auch noch gebrauchen können. Zum Beispiel suchen wir dann das Schiff und so weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. Nachts wird hier natürlich das kleine Feuerchen angemacht. Das da oben lasse ich ja aus, das brauchen wir ja gar nicht. Wir sind jetzt hier gut geschützt. Und können entspannt schlafen gehen. Gut, da ist auch schon morgens. Und wir werden erkunden gehen. Wir sind voll gefressen. Und haben alle Zeit der Welt. Perfekt. Mal gucken, ob da oben ein Ureinwohner auf uns wartet. Wenn nicht, ist es umso besser. Sonst müssen wir erst ein bisschen betteln. Hallo Welt. Kein Ureinwohner heute. Gut. Erstmal ein paar kleine Lags. Ist in Ordnung, Spiel. Nicht so schlimm. Hier nehmen wir natürlich die ganzen Stöcker mit. Die können wir nachher für unseren anderen Stickholder-Ding gebrauchen. Gut, jetzt habe ich den Stick in der Hand. Das ist nicht der Plan. Can't carry any more sticks. Alles klar. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach verschiedenen Sachen. Zum Beispiel nach dem Schiff, wo wir dann gerne ein Seil drauf finden. Und eine neue Axt. Dann werden wir uns auf die Suche machen nach Heilkräutern. Die wir bestimmt auf dem Weg hier irgendwo an der Küste finden oder so. Zwischendurch nehme ich hier die Blätter mit. Das baue ich ab. Falls ihr euch fragt, warum ich in die Pflanzen schlage. Sonst noch irgendwas? Keine Ahnung. Was gibt's denn sonst noch so? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal, sonst brauchen wir nicht viel. Pilze. Die kann man essen. Kann ich die auch einfach nur sammeln? Nee, das geht nicht. Schade. Wäre cool, wenn man die anpflanzen könnte in dem Garten. Weil Pilze in echt kann man ja anpflanzen. Muss man ausbuddeln. Ich weiß Bescheid. Hab aber keine im Garten. Will ich auch ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, wenn ich Hunger auf Pilze habe, dann gehe ich welche kaufen und mach die. Und gehe nicht in den Garten und ernte welche. Weil, ne, nicht so, Pilze sind nicht so geil im Garten zu haben, denke ich.
Und da vermehren die sich so außerhalb und dann sind überall im Garten Pilze, Alter. Das wäre voll schlimm. Ja, so macht man heutzutage einen Busch kaputt. So. Da kommen wir jetzt auch schon zur Küste, also zum Strand. Da wollen wir hin. Das ist perfekt. Wir haben keine Heilkräuter gefunden hier auf dem Weg. Das ist ein bisschen traurig. Na, guck mal, wer sagt's denn? Aloe Vera haben wir gefunden hier. Also sah zumindest so aus. Kann ich auch irgendwas von dem Roten hier mitnehmen? Nee. Aber jetzt haben wir rote Blätter auch. Hier ist so ein komischer Baum von den Ureinwohnern wahrscheinlich. Ja, ihr Ritual. Baum. Stamm. Ach so, was ich noch holen wollte, ist so ein Speer von so einem Lagerplatz hier. Davon hätte ich noch gerne einen. Damit wir uns auch Fische jagen können, wenn uns mal das Futterchen ausgeht. Wenn ihr wisst, welchen Speer ich jetzt meine. Ich denke mal, ihr wisst es. Diesen Holzstockspeer, den man immer in den Lagern von den toten Menschen findet. So, Blätter kann man immer gebrauchen. Da hinten liegt ein toter Hai, wie immer. Hier jumpen wir erstmal drauf. Hier liegt ein toter Ureinwohner, wie immer, den man wahrscheinlich nicht zerstückeln kann. Doch, geht wieder gut. Dann nehmen wir die Sachen natürlich gerne mit. Weil wer es hat, der hat's. Und ja, hier gibt es wieder Koffer, die öffnen wir natürlich auch gerne. Wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Da war noch was drin. Ich höre komische Musik. Ach, weil da ein Ureinwohner ist. Ich habe gar kein Pling-Ploing gehört. Will der Beef oder ist der nett? Erster Ureinwohner in dem Spiel, den wir jetzt hier wieder sehen. Neue Welt und so. Ich habe das Gefühl, die will Beef. Nee. Die kann sich, glaube ich, nicht so richtig entscheiden, oder? Doch, die will Beef, die schreit mich an. Die will's wissen. Komm her, Schnucki. Kriegst deine Ladung. Oder nicht? Da habe ich keinen Bock hinzugehen ins Wasser. Ich bin im Wasser schon. Mein Gott, wenn du Beef isst, dann kriegst du Beef. Jetzt komm her und zeig's mir wie ein Mann. Alter, ohne Spaß, was ist falsch gelaufen mit der? Gut, wenn du nicht willst, dann öffne ich weiter Koffer. Ich habe kein Problem damit. Du hättest auch erst gar nicht auftauchen müssen. Oh ne, jetzt habe ich einen Tennisball. Hier, fang! Ja, genau, dann kommst du, weißt du? Wenn ich den Tennisball finde. Das ist ja super, jetzt komm. Fuck! Halt die Klappe, du Olle. Boah, die Musik, die da kam, das war ziemlich crazy. Da kriegst du schon so ein bisschen Panik in einem Momentchen. Rüstung ist dadurch ordentlich runtergegangen, das ist nicht so toll. Scheiß Tennisbälle, ey. Hi, Kopf. Schon wieder so ein dummer Tennisball da. Und hier ist noch. Den wollte ich nicht. Am Anfang erinnere ich mich, fand ich die Tennisbälle voll cool. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass man mit denen nichts anfangen kann und dass man die einfach nur nerven, weil dann die Axt wieder weggepackt wird. Ja. Medizin ist immer gut. So. Aber Bein kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Ärgerlich. Mal kurz gucken, was war das hier? Batterie. Brauchen wir für die Taschenlampe wahrscheinlich, wenn die mal alle sein sollte. Guck mal, hier liegen jetzt überall solche
Deckentücher, was auch immer das sein soll. Da habe ich gerade eine Nachricht, wahrscheinlich in unserer Kurzab-LP-Gruppe bekommen, weil beide Handys an meinem Tisch vibriert haben. Und ich zwei Handys in der Gruppe habe. Bin ein krasser Typ. Auf dem einen läuft gerade auch der Timer. So, einfach mal als Anmerkung. Die euch wahrscheinlich eh null interessiert. Die mich auch eigentlich, die eigentlich total irrelevant ist. Voll das krasse Wort hier. Da hinten liegt auch schon unsere schöne Axt, die wir gerne haben wollen. Ich hoffe, die wird nicht wieder unsichtbar. Weil im Endeffekt war die als unsichtbare Axt doch nicht so geil. Wir tun die jetzt sogar mal weg und equippen uns dann so zack mit der. Sie ist wieder unsichtbar. Dann werde ich die nicht benutzen. Weil eine unsichtbare Axt, ich bin mir da nie so richtig sicher, was, ob ich die dann habe, was ich mache oder so. Deswegen benutzen wir unser alter schönes Hackebeil. Ich habe noch gar keinen richtigen Unterschied festgestellt zwischen den einzelnen Axten. Ich will den Stoff haben. Weil daraus kann man Molotov-Cocktails bauen und all den crazy shit, den ich gerne hätte. Wieso haben so viele Urlauber hier Tennisbälle mit? Und wieso gibt es überhaupt so viele Koffer? Obwohl nur zwei Fahrgäste in dem Flugzeug, zwei Fluggäste in dem Flugzeug waren. Nämlich ich und mein Sohn. Eine Frage, die mir doch gerne mal die Entwickler persönlich beantworten sollen unter diesem Video. Weil ich glaube, ihr wisst auch keine Antwort darauf, wenn ich ehrlich bin. So, hier werden wir jetzt unseren Speer finden, den ich so gerne haben wollte. Und da hinten chillt ein Ureinwohner. Da steckt der Speer. Alter, man hört ihn ja einmal über die ganze Insel, wenn der hier rumbrüllt. Tennisbälle brauchen wir nicht. Da stehen zwei, oder? In deinem Wasser ist auch noch einer, richtig? Ich weiß es nicht. So, hier weiß ich, liegen ganz viele Sachen rum. Genau. Alkohol, Münzen, so ein Zeug. Okay. Gut, das Schiff wird da hinten am Container sein. Da werden wir andermann Ausflug hinmachen. Jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Weil... Moment, ich gucke einmal kurz auf den Timer. Oh Gott, ich höre Schritte. Hab's nicht geschafft, auf den Timer zu gucken, weil ich dumm bin. War gerade nämlich zu dumm, meinen Code von der Seite aus einzugeben. Na los! So. Wie lange? Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Torben, du bist einfach... ein Genie, was ein Genie nicht sein könnte. Besser, meine ich. Ich hasse mich, ey. Ohne Spaß. Wie dumm bin ich denn? Ja, geil. Ich will das Spiel nicht beenden, um nachzugucken. Ich brauche echt einen zweiten Bildschirm, Leute. Ohne Spaß. Macht mal ganz viele Klickis auf die Werbung, damit ich mir einen zweiten Bildschirm holen kann. Ich brauche einen. Ohne den schaffe ich das nicht mehr. Es wird mir alles zu viel. So. Hier sind unsere ganzen geöffneten Koffer. Im Endeffekt war die Erkundungstour jetzt nicht so erfolgreich. Wir haben anderthalb Ziele, sage ich mal, von drei Zielen erfüllt. Weil die neue Axt ja unsichtbar ist. Das finde ich nicht so geil. Im ersten Koffer, den wir hier übersehen haben, finden wir natürlich erstmal wieder einen Tennisball.
Hier finden wir immerhin einen Snickers drin und einen Stoff, was man in jedem findet. Was auch gar nicht schlecht ist, weil wir das echt gut gebrauchen können. Ach und? Nee, 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 nee. Wir haben immerhin 2,5 von 4 Zielen erfüllt, weil wir noch so eine Heilpflanze. Damit habe ich gerade Beeren zerstört. Weil wir noch so eine Heilpflanze gefunden haben. Hier sind voll viele Beeren, aber ich glaube, es sind alles giftige. Ziehen wir mal eben so einen Soda-Drink rein, der die Energy restored. Guck mal, hier ist noch eine Aloe Vera. Perfekt. Können wir schon unsere beiden Beete bepflanzen. Genau, so können wir die dann irgendwie craften. Wahrscheinlich brauchen wir ja noch irgendeine Zutat. Ich weiß nicht welche. Werde ich mich mal drüber schlau machen, eventuell. Damit wir dann auch mal Medizin craften können. Obwohl wir ja, glaube ich, erstmal 8 Stück haben. Durch die ganze Koffer. Was ist das? Ein Stein. Ein Stein. Hihi, da lag ein Stein rum. Aha. So, wo bin ich denn hier? Hier hat man ja so eine schöne kleine Lichtung. Will ich mir gerne mal angucken. Hier haben die überall ihre Sachen hingebaut. Hier war ich schon mal. Und hier finden wir erstmal noch einen Koffer. Na? Geht doch. Also wieder mal alles richtig gemacht, dass wir hier hingegangen sind. So, da hinten ist unser schickes Flugzeug. Wir sprinten hier einfach mal ganz entspannt durch. Nächstes Mal machen wir dann eine Erkundungstour. Lol. Stehen ganz viele Koffer. Nächstes Mal machen wir dann Erkundungstour auf die komplett andere Seite der Insel. Das heißt, einmal komplett da lang. Habe ich Schritte gehört? Nein. Außerdem habe ich gar keinen Bock, die Koffer mehr zu öffnen, weil ich mir echt Sorgen mache, dass ich zu lange aufnehme. Ich habe nämlich keinen Plan, wie lange die Erkundungstour war. Das kann ich echt überhaupt nicht abschätzen. Deswegen werde ich jetzt da unten einmal nachgucken. Wie lange die ganze Scheiße denn hier schon war. So. Rinder. Da hinten brennt noch unser Feuer. Das brennt wesentlich länger. So, hier haben wir wieder gut eins gebaut. Da können wir erstmal die Stöcker lagern hier. Hier mal kurz gucken. Können wir schön Heilpflanze anpflanzen. Hier nicht mehr. Immerhin haben wir das Beet dann schon mal angepflanzt. Dann braten wir uns eben noch was Leckeres zu essen. Und ich gucke in der Zeit, wie lange die Aufnahme war. Bis gleich. Kann ich das vielleicht? Ich hoffe mal, ich kann das so. So, die Aufnahme war 18 Minuten. Das ist perfekt. Denn jetzt weiß ich. Wow. Denn jetzt weiß ich, dass die Aufnahme 18 Minuten war. Und dass kurz die Aufnahme unterbrochen wurde hier. Ist ärgerlich. Also mache ich jetzt in 2 Minuten aus. Okay, um 43. Ich weiß Bescheid. Gut. In der Zeit lohnt es sich wahrscheinlich eh nichts mehr zu machen, aber ich kann vielleicht noch ein bisschen planen, wie ich hier weiterbauen will. Also, ich hätte hier gerne eine richtige Bude. Hier so. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich glaube, da bauen wir uns eine richtige Bude hin. Und dann hätte ich gerne. Keine Ahnung. Was hätte ich schon so gerne noch? So ein paar Fallen vielleicht hier drin. Na, gar nicht schlecht. Happy Birthday Trap. Wo können wir denn die schön hinstellen? Ich schlage einfach mal vor, direkt hier. Moment, der Auslöser ist wo? Ich weiß es gar nicht. Gucke ich mir gleich mal an. Erstmal machen wir dann die hier. Die kennen wir ja mittlerweile in- und auswendig. So.
Die Ureinwohner werden eh da durchlaufen. Wir sneaken uns dann immer hier an der Seite vorbei. Gut. Und hier drin bauen wir dann so eine Happy Birthday Trap noch. Weiß noch nicht genau, wie die funktioniert. Ich baue die doch noch nicht. Was ist das? Eine Noose Trap? Ja, die funktioniert so, dass wenn da einer in die Schlinge läuft. Dafür brauchen wir aber ein Seil. Deswegen baue ich hier drin auch nochmal so eine Trap. Trappity Trap. Aber auf die Seite mit dem Ding. Nee, nee, die baue ich hier hin. Hier macht das mehr Sinn. Gut. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch dann gefallen von dieser Folge The Forest. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich anders machen kann, was ich perfekt mache. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich. Und guckt gerne auch mal in die anderen Projekte vorbei. Oh, guck mal, hier haben wir direkt, können wir direkt ernten. Ja, können wir direkt ernten. Vielleicht auch noch nicht. Aber guck mal, jetzt wachsen hier ganz viele. Das ist doch super. Jetzt können wir ernten. Ich glaube, wegen dem Stein können wir hier... Ja, perfekt. So, denn jetzt können wir hier auch anpflanzen. Hier direkt neu anpflanzen, ne? Ja, so. Gut, jetzt läuft das doch. Aloe Vera haben wir. Haben wir sonst noch was? Nö, keine Ahnung. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein, wenn ihr... Alter, wechselt hier schnell. Moment, da müssen wir ja nochmal... Ne? Das geht ja gar nicht anders. Da müssen wir nochmal kurz abernten. Hier können wir auch gar nichts mehr nachpflanzen. Weil das alles gut wächst. Weil das alles schon gesät ist. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein. Lasst eine positive Bewertung da und den ganzen Scheiß, den man so macht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war richtig spät. Hi. Ciao. Tschüss.